Seit 2020 gibt es das Frauenhaus im Landkreis Freudenstadt. Das Frauenhaus hat einen anonymen Standort, damit nur die von Gewalt betroffenen Frauen die Adresse kennen. Frauen, die beispielsweise von körperlicher, sexueller, psychischer oder ritueller Gewalt betroffen sind, können sich melden. Zugehörige Kinder, Jungs bis 12 Jahre, können ebenfalls mit aufgenommen werden. Nicht nur aus dem Landkreis Freudenstadt, sondern aus ganz Deutschland finden Frauen Schutz vor Gewalt in unserem Frauenhaus. Ausgestattet sind wir mit 6 Zimmern. Gemeinsam teilen sich die Bewohnerinnen Küche, sanitäre Anlagen und einen Aufenthaltsbereich. Ein Team aus qualifizierten Fachkräften hilft den betroffenen Frauen bei den ersten Schritten in ein gewaltfreies Leben. Ärzte werden gesucht, Formulare werden gemeinsam ausgefüllt, Beratungen werden angeboten. Für Kinder werden Kindergarten und Schulplätze gesucht. Jeder Tag ist neu und für das Team nicht vorhersehbar. Es ist ein mutiger Schritt, ein Frauenhaus aufzusuchen. Die Frau lässt oft ihr ganzes Leben hinter sich. Das kostet viel Überwindung. Manche Frauen gehen jedoch wieder zu ihrem Partner zurück und das immer wieder. Doch davon lässt sich unser Team nicht entmutigen. Einiges setzt das Frauenhausteam zusammen mit den Hilfesuchenden um. Das Ziel klar vor Augen: ein Leben ohne Gewalt. Finanziert wird das Frauenhausangebot über Tagessätze und ihrer Spende. Nur gemeinsam schenken wir den Betroffenen ein Lächeln. Helfen auch Sie mit. Gewalt gegenüber Frauen muss gemeldet werden. Melden Sie Vorkommnisse an die 110 oder wenden Sie sich direkt an das Frauenhaus des DRK. Sie möchten dem DRK Kreisverband Freudenstadt einen Geldbetrag spenden? Alle Informationen finden Sie unter www.drk-kv-fds.de. Helfen Sie mit, betroffenen Frauen und Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen.